Hallo meine Lieben, wir wissen alle, die Liebe lässt sich nicht erzwingen und oft wird der enttäuscht, der zu verbissen sein Glück erzwingen will. Es hat sich bewährt, wer seine Partnersuche nicht ganz so ernst nimmt, hat auch bessere Chancen zum Erfolg. Es ist aber immer wieder zu beobachten, dass zum Beispiel die Frauen auf ihre Figur plötzlich achten, um ein paar Pfunde abnehmen zu wollen. Sie verändern die Frisur und gehen zur Kosmetikerin, um das richtige Schminken für ihren Typ zu lernen. Aber auch die Männer verändern sich. Sie werden eitel und verändern ihr Outfit von Scheitel bis zur Sohle. Und sie treiben plötzlich Sport, denn der Bauch muss weg. Das Problem ist allerdings, dass man sich nicht auf Kommando verlieben kann. Liebe ist emotional und kann nicht durch eigenen Willen erreicht werden. Es ist das Herz, das die Oberhand über das Gehirn hat. Und es passiert zum Beispiel auch nicht aus einem Gefühl der Einsamkeit. Dies wird leider auf der Suche nach einem Partner gern vernachlässigt und ignoriert. Mit dem Gedanken, es ist Zeit, ich will jetzt eine Liebe, bemerken Sie nicht, wie Sie sich verkrampfen und dadurch verlieren Sie die Lockerheit. Doch gerade diese spielerische Lockerheit, wie auch der humorvolle Charme, ist sehr ausschlaggebend und bereits beim Flirten sehr wichtig. Er spielt eine große Rolle dabei. Ein Flirt ist bekanntlich etwas Schönes und Interessantes. Es sollte ein Kennenlernen ohne große Erwartungen sein. Erst danach kommt man in ein Gespräch und entdeckt gleiche Interessen oder Gewohnheiten. Eine Wellenlänge muss entstehen. Sie ist wichtig, um den eigenen Charme mit Humor zu zeigen. Alles andere braucht seine Zeit. Meistens lohnt sich das und das zeigt sich dann, was daraus wird. Meistens verliebt man sich dann, wenn man absolut nicht damit rechnet. Dann hat man auch die nötige Lockerheit. Denn eines ist gewiss, das Glück kommt oft unverhofft. Und es ist auch Bestimmung, genau dem Partner zu begegnen, der für einen bestimmt ist, um einen gemeinsamen Weg zu gehen. Dabei kann ich in diesem Sinne helfen, mit meiner Gabe zu schauen, ob und wann die Liebe kommt. Nun wünsche ich euch viel Glück beim Kennenlernen einer neuen Liebe. Eure Deria.